Auch die Affen scheinen jetzt nicht das Nonplusultra zu sein hier, waren ganz cool und süß und hast nicht gesehen. Und wenn ich mit denen ein Techtelmechtel machen will, kann ich die ja immer noch mal kaufen und gucken. Das ist kein Problem. Er hat ja irgendwas vom Buch gesagt, wo ich gucken kann, was am meisten Platz verbraucht, ne? Schauen wir mal. Gartenbereich. Platzinfo. Die verbrauchen einen Platz. Die verbrauchen auch einen Platz. Zum Fick, Alter. Randungen. Halt, da wollte ich nicht mehr hier. Das Zidos liebt Samen. Nicht nur, dass sie mag, er kann einfach nicht ohne sie sein. Poliert sie und passt auf sie auf. Er singt ihnen ein Schlaflied und er hat ganz viele verschiedene Arten gesammelt. Er überlässt seine Samen nur ungern anderen. Wahrscheinlich musst du etwas Überzeugungsarbeit leisten. Verbraucht 3 Plätze. What the fuck? Es muss sein. Also Modrop-Platz verbraucht 2 Plätze. Genauso wie das Wormhaus. Vielleicht müsst ihr wirklich mal die ganzen Anfangs-Pinatas mal wegmachen und dann mal wirklich nur diese Special-Pinatas mal behalten, wirklich. Was auch heißen soll, dass die Worms wegkommen. Aber ich glaube, ich habe mich dazu entschieden, diesen hier als neuen Chico und Chica zu behalten. Was meint ihr? Crawler? Schön als Chico Chica? Die Worms dann mal loswerden. Die Modrops möchte ich gerne behalten, die sind ganz süß, die sind toll. Das Haus könnte vielleicht an einer anderen Stelle und die Chipmunks, Monkeys, könnten auch von mir aus weg. Was hast du denn jetzt? Ist doch nix. So, Dinges habe ich ja deaktiviert, richtig? Ja. Ich hab ganz vergessen, was die nochmal brauchen. Ich mach doch nix. Jetzt reicht's mir. Jetzt gebe ich dir einen Grund dazu. Halt! Kasen, du brennst! Okay, Kasen brennt nicht mehr. Kaputt. Ja, das war in Ordnung hier. Die Ecke ist wieder überfüllt. Mal ein bisschen weiter auseinandersetzen alles. Weg. Oh, ich hasse, dass es so lange dauert, ey. So. Das ist doch super. Baum. Ey, hier ist mal die falsche Richtung. Shit, 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 shit. Super. Passt. Scheiß Baum braucht ja Ewigkeiten, ey. Wixer. Guckt so böse. Ein Apfelsamen gegessen. Ein Apfelsamen. Gut, das ist ja jetzt nicht viel. Den besorgen wir mal ganz schnell. Da ist er ja. Hey, hier! Apfelsamen! Phrasenwixer!
So, und damit haben wir jetzt auch eine saure Shelby. Das ist unglaublich cool. Das ist super. So, wir haben ein neues. Gib mir Mühe. Zeig mal. Ach du Scheiße. Du siehst komisch aus. Okay, damit haben wir auch diese Variante. Jetzt fehlt nur noch die beiden hier oben. Gefällt dir das? Oh, möchte in Ruhe schlafen. Okay. Ah, ist zum Kotzen, dass du das nicht so voll machen kannst, ey. Wie kann ich denn bitte schon das wieder ändern? So. Ich möchte wieder die alten haben, ey. Geht leider nicht. Ein bisschen Platz schaffen. Passt ja. So vollkommen in Ordnung. Habe ich schon mal erwähnt, dass der Baum ewig braucht? Ganz ehrlich. Boah, ist das süß. Im Endeffekt könnten wir eigentlich alles mal verkaufen hier. Alles loswerden. Wir warten jetzt halt, bis halt diese Kirschbombe zum Beispiel aufgeblüht ist. Danach verkaufen wir einfach mal alles komplett. Und, da hinten haben wir ja schon was. Und danach suchen wir jetzt uns, lassen wir uns Pinatas jagen. Wir müssen es halt nicht nochmal neu an. Ein einzelnes Pinatas, am besten eins von den wertvollen. Yep. Jetzt ziehen wir mal hier. Einpacken. Ich glaube, ich weiß, wer dafür bestens geeignet ist. Ja, zurückgekehrt. Er ist bei Mind. Na, das ist toll, ne? Ja. Das glaube ich dir doch. Okay. Hast 5 Auszeichnungen als Meisterverkuppler und Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen. Okay, den habe ich also noch nicht. 5 Auszeichnungen als Meisterverkuppler. Ich habe doch schon mehr als genug verkuppelt. Wie soll ich das denn machen, bitteschön? Den haben wir, den haben wir.
Den haben wir gemacht, den haben wir gemacht. Jetzt bin ich gerade ein bisschen verwirrt. Ah ne, das war der neue, ne? Das war jetzt der ganz neue. Das war jetzt die Schnecke. Das war das und das ist jetzt der neue. Stimmt. Ja, okay, gut. Dann müssten wir das hier machen. Das ist ja komplett neuer gewesen. Okay, cool. Ja, ja. Jetzt bin ich hier drin. Mhm. Zack. Nein. Ja, jetzt ist schon. Egal. Den hier und den hier einmal. Den hier, den hier. Am besten den noch hinterher und das hier. Kurven. Immer mal wieder gucken, ob er jetzt auch zahlfrei ist. Ja. Zahn ist vollkommen intakt. Ansonsten könnt ihr es ja mal in die Kommentare schroten, wie ihr das finden würdet, wenn wir jetzt den ganzen Garten komplett neu machen würden. Würdet ihr zu sagen, yo, lass mal starten? Oder sagt ihr eher, nee, ist so ganz in Ordnung, verkauf mal das und das. Was seid ihr der Meinung, ist unnötig jetzt noch hier im Garten? Weil ich habe ja so Dekoration habe ich kaum. Also den würde ich hier, den Garten hier würde ich schon gerne behalten. Jetzt weiß ich nicht, das muss ich, diesen Ponoki muss ich auch noch drin lassen, weil ich nicht weiß, wie ich sonst das Pferd reinkriegen soll. Normalerweise könnte man hier die Worms verkaufen und die neuen Chicos und Chicas wären dann halt der Crowley. Oh, was ist denn hier los? Guckst du da einmal nicht hin, ey. Ist das so eigentlich alles vollkommen in Ordnung? Das muss nicht sein. So, hier kann noch einer hin. Oh, das ist so in Ordnung. Passt so vollkommen. Baum nochmal. Oh, wie kann ich denn bitte schön die Gießkanne ändern, ey? Ist so ein Kotzen die Gießkanne. Kann ich vielleicht in der Stadt mal nachschauen? Löwenmolchensamen, what the hell? Ihr katapultieren die einfach mal lustig. Lustig, tralalala, einfach mal hier hin, ne? Kein Plan, was das hier werden soll. Ah, deswegen bin ich eigentlich gar nicht hier gewesen. Sondern wegen was anderem. Morgen! Gut, das kriege ich nicht. Okay, ich will mal kurz hier gucken. Was haben wir denn hier Feines? Gut, hier haben wir keine neuen Tierchen vorrätig. Tschüss. Und zum Schluss schauen wir nochmal hier bei Ivor vorbei, ob wir hier vielleicht was Neues haben. Eingusswunder. Ich seh nur deine Nummer, dass es dich immer noch wundert. Du hast Scheiße erzählt und ich hab dich mal bewundert. Dankeschön. Jetzt hast du mich.
Und ich hoffe, dir geht's besser. Innerlich bist du zerrissen, tust nur stark. Ciao. So wissen, ich zerbreche deine eine neue Gießkanne. Gießkönner. Ein Gießwunder. Ja, du armes kleines Mädchen, meinst du mir, ich bin aus Stein. Shit, wie drauf kann man sein, deine Schwächen entdeckt. Ich hab dich abgeschossen, denn im Grunde lieb ich nur. Und jetzt? Mit euren Lügen. Jetzt ist es nur, dass es alles bis zur Hälfte mindestens auffällt. Super. Bringt mir aber herzlich wenig immer noch. Doch du kriegst eine Träne und die füllt sogar dein BH. Es hätte alles anders laufen können, doch du wolltest es so. Du tust auf schlaues Mädchen und ich frag mich. Pass doch auf! Au. Super, 21 Auszeichnungen. Wuhu! Deine Worte so falsch und deine Augen so kalt. Ich glaub, es wäre an der Zeit, dass du es endlich begreifst, dass ich gar nichts mehr bedauere. Der Kollege. Tagelang am Trauern, weil du dir was vorgemacht hast, aber alles. Wir werden wissen, was das hier wird. Wahrscheinlich ein Wiesel oder sowas hier, ein Waschbär oder sowas könnte ich mir vorstellen. Könnte das hier sein? Ich hab doch schon mehr als fünf Viecher verkuppelt. Ah, wie süß, ich hab doch seinen eigenen Schwanz. Ach, jetzt brauch ich nie wieder zu gießen, oder was? Ja, leck mal am Arsch. Das ist gut. Du wag dich mal hier rein, Weichsel. Der viel zu groß, doch das Band, das uns verbunden hat, ich schneide es jetzt durch. Ich bin lieber alleine, denn ich weiß, so gilt es mir besser. Von oben auf dem Boden, so wie Blätter. Es vergehen ein paar Tage, vielleicht werden daraus Jahre, bis du dann endlich verstehst, dass ich jetzt nicht mehr für dich da bin. Deine Gefühle so groß, du willst weiterkämpfen los, aber ich glaub nicht, dass sich das für dich noch ansatzweise lohnt. Deine Worte so falsch und deine Augen so kalt. Ich glaub, es wäre an der Zeit, dass du es endlich begreifst, dass ich gar nichts mehr bedauere. Du bist tagelang am Trauern, weil du dir was vorgemacht hast, aber alles nur ein Traum. Was kommt mir los? Dieses Leben ist ein Test und die Prüfung. Kommst du jetzt nur rein oder nicht? Eine Spinne hat man auch nicht hier drinne. Das ist nur eine Süßigkeit. Cecile, willst du vielleicht mal diese Süßigkeit futtern hier? Hui! Super, Cecile ist überglücklich. Kannst du mal sehen, wie ich mich um deine Freundin kümmere. Cool, ja, ich brauch die wirklich nie wieder zu gießen. Dann brauche ich auch Dinge nicht einzustellen, die Gießkannentante. Was zum Fick? Mein Gott, ist die hässlich, ey, erstmal ohne Witz. Ja, genau das sollte passieren, weil alles andere wäre total unlogisch gewesen jetzt. Okay. So, jetzt müssen wir den Garten mal wieder ein bisschen bereinigen. Es wird nämlich ganz wieder zu viel des Guten.
Alles vorhanden, gut. Der Baum ist immer noch nicht fertig, ey. So, jetzt erst, dass das so einen Krumm hat hier. Das ist cool. Dann will ich doch einen Baum hoch. Egal. Du hast ihn bitte schnell rausgetrunken. Ja, wir haben hier einen ewig riesen Teich, aber... Größern wir nochmal ein bisschen hier. Anscheinend mir das auch nicht viel. Weiß nicht, wie viel tiefer das noch gehen soll hier. Ja, tiefer geht's nun mal nicht mehr. Ich will halt auch hier Nude Guts reinbekommen, weißt du?